Das bin ich, David. David Cray. Ich komme aus Weißenfels, bin aber im Herzen doch immer in Jena geblieben. Die von Bergen umgebene Stadt Jena hat mich einfach magisch in ihren Bann gezogen. Man könnte fast glauben, das hat was mit dem Slogan Jena Lichtstadt zu tun. Denn Licht und Fotografie gehört ja irgendwie zusammen. Aber nein, das war es ja nicht. Jena ist einfach eine unbeschreiblich schön anzuschauende Stadt. Mit tollen Menschen und sehenswerten Landschaften. Aber vielleicht mag ich auch Jena deswegen, weil genau dort das Projekt David Cray das Licht der Welt erblickt hat. Am 27.11.2013 habe ich genau dort mein allererstes YouTube-Video hochgeladen. Und überraschenderweise ist dieses Video mit 40.000 Views auch gleichzeitig das erfolgreichste Video. Jetzt nach fast 2 Jahren kann ich über dieses Video sehr schmunzeln, denn es zeigt schließlich meine brutalen Anfänge und wir wissen alle, wie es ist, wenn man etwas zum ersten Mal macht. Aber das Video zeigt mir, und das soll es auch euch zeigen, dass wirklich jeder die Chance hat, aus seiner Leidenschaft etwas Tolles entstehen zu lassen. Lasst euch bitte von niemandem einreden, was ihr nicht könnt. Denn niemand ist am Anfang perfekt. Habt ihr eigentlich gewusst, dass ich weder ein gelernter Fotograf noch ein echter Mediengestalter bin? All das, was ihr hier seht, ist entstanden aus Herzblut, aus purer Leidenschaft, um nicht zu sagen, es war Magie. Nach über einem Jahr YouTube frage ich mich allen Ernstes, wo geht die Reise überhaupt hin? Anfangs war mir sofort klar, ich werde Tutorials, Reviews und Fotonews veröffentlichen. Aber ich habe schnell gemerkt, das ist nicht so mein Ding, ich möchte andere Wege einschlagen. Es soll persönlicher werden, etwas lustiger, es soll einfach mehr vom Alltag eines kreativen Chaoten zu sehen geben und weniger spezifische Themen zur Fotografie. Auch wenn ich damit jetzt viel mehr Views erzielen würde, aber darum geht es mir nicht. Ich möchte euch unterhalten und nebenbei zeigen, wie toll die Fotografie sein kann. Und wenn ihr dabei noch das Fotografieren lernt, dann macht mich das glücklich. Und genau das ist meine Mission. Wie heißt es so schön? Wer Freude spendet, bekommt sie doppelt und dreifach wieder zurück. Ihr könnt gar nicht glauben, wie sehr mir das alles ans Herz gewachsen ist. Nachdem ich in letzter Zeit viele schwere Stunden überstehen musste, hat meine Seele gelernt, das Beste daraus zu machen. Nicht immer bekommt man eine zweite Chance. Je mehr ich darüber nachdenke, umso klarer wird mir, dass Menschen Fehler machen, um daraus zu lernen. Und manchmal ist eine Sache endgültig und wir müssen dann lernen, Abschied zu nehmen und begreifen, dass es im Leben wichtig ist, das zu schätzen, was man liebt. Und wenn man mich fragen würde, welche Sache ich in meinem Leben besonders schätze, dann würde ich auch euch aufzählen. Denn ihr gebt mir das gute Gefühl, dass ich in meinem Leben angekommen bin. Danke!